Hi Leserfreaks, willkommen bei Schwarz auf Weiß und wie im letzten Video versprochen, will ich euch den Schellenursli in diesem Video vorstellen und den Schellenursli-Weg in Guarda, auf dem ich neulich unterwegs war. Der Schellenursli ist ein Schweizer Kinderbuchklassiker, genauso wie Heidi, und ist 1945 zum ersten Mal erschienen, hat seitdem seinen Siegeszug in die ganze Welt angetreten und getextet wurde das von Selina Schönz und gezeichnet von Alois Carriché, der auch viele Preise für seine Arbeit erhalten hat. Und bevor wir jetzt mal in dieses Buch reinschauen, muss ich vielleicht ein bisschen was zu dem Setting sagen. Das spielt, wie gesagt, im Engadin. Und so Hintergrund ist so diese bäuerliche Lebensweise, ne? Also so Schweizer Berge und die Kühe werden hochgetrieben und dann, wenn es kälter wird, also so jetzt um diese Jahreszeit, gibt es dann so den Almabtrieb. Und Aufhänger in diesem Buch, im Schellenursli, ist das Austreiben des Winters am 1. März, der Kalendermarz wird das, glaube ich, genannt. Und da kriegen die Kinder dann eine Schelle oder auch Glocken. Und dann laufen die rum von Haus zu Haus und so und schellen den Winter aus, damit es dann halt schön warm wird. Und die Besonderheit ist, dass jedes Kind bekommt so eine Schelle zugeteilt. Nur der kleine Bauernjunge, der Ursli, der bekommt die mickrigste und kleinste Schelle überhaupt. Und das kann er nicht akzeptieren und deswegen ist sein Abenteuer in diesem Buch, dass er eine ganz große Schelle sich besorgt. Ja? Und die wird er dann suchen, ganz oben auf dem Gipfel, wo die Kühe hingetrieben werden im Sommer, um sich da fett zu fressen. Und da weiß er, da ist doch noch eine Glocke, und dann passiert so allerlei, dann gerät er ganz schön in Gefahr. So, das ist dieser Aufhänger. Und dieses Buch wurde zweimal später verfilmt. Die letzte Verfilmung ist noch nicht so lange her, 2015 oder 2017, und hat nur so die letzten Minuten was mit dieser Handlung zu tun, weil die ist natürlich recht kurz. So, und, was auch besonders schön ist, ist, dass diese Engadiner Architektur, diese Bauernhäuser, dass die sehr schön eingefangen sind mit ihren Verzierungen und der Besonderheit, dass die so interessante Türen haben, die kann man sowohl oben aufmachen, als auch unten aufmachen, als auch beide aufmachen. Dann kann man da einmal mit dem Heuwagen oder mit dem Traktor reinfahren und komplett durch die Halle fahren, ne? Weil das alles oft so an den Hang gebaut ist und dann müsste man irgendwie aufwendig so schneckennudelmäßig außen rum, wenn man das anders macht, und so können die halt direkt durchfahren, was sehr praktisch ist. Und all das hat Carriché gezeichnet und das ist sehr schön. Ich würde sagen, wir gucken hier mal direkt rein, damit ihr mal so ein Gespür dafür bekommt, wie dieses Buch funktioniert. Trage ich vielleicht einfach mal so die ersten zwei Seiten vor davon. Hoch in den Bergen, weit von hier, da wohnt ein Büblein, so wie ihr. In diesem Dörfchen, arm und klein, ganz unten steht sein Haus allein. Seht euch das Haus von nahe an, alt ist's und Bilder sind daran. Davor, in Kleidern rot und blau, da stehen ein Mann und eine Frau. Sie haben einen kleinen Sohn, der Ursli heißt. Hier kommt er schon. So, ne, also das ist sehr interaktiv und macht Spaß vorzulesen. Und die Kinder, die das dann hören, werden auch gleich aufgefordert, die Sachen zu entdecken. Das macht eigentlich so den Reiz dann aus, ne? Und dieser Ursli, wie gesagt, begibt sich dann auf ein Abenteuer, rennt dann heimlich diesen Berg hoch. Das ist natürlich ziemlich anstrengend, da ist auch überall noch Schnee und so weiter. Der sackt dann ein, dann findet er diese große Glocke und vor lauter Erschöpfung schläft er dann aber oben in der Hütte ein. Ja? Und ihr könnt euch vorstellen, dass die Eltern, die wissen natürlich von nichts. Ja, das ganze Dorf ist dann irgendwann auf den Beinen, sucht den Ursli, der Ursli ist weg. Und am nächsten Morgen kommt er dann mit dieser Glocke rechtzeitig noch zu diesem Kalendermarz
runtergeeilt. Und die große Frage ist dann, und das macht dieses Kinderbuch so besonders, wie werden die Eltern jetzt nach dieser durchgewachten und durchsorgten Nacht reagieren? Ja, also kriegt er jetzt einen Hosenboden voll geschlagen und stramm gezogen oder passiert vielleicht etwas ganz anderes? Und das ist auch so was Schönes an der Geschichte. So, und in Guarda, wo das Ganze spielt, also man sieht es dann auch an den Häusern, haben die sich was einfallen lassen. Die schlagen dann natürlich ein bisschen Profit raus und haben so einen Schellen-Ursli-Weg gemacht, der auch relativ familienfreundlich ist. Der ist 3 Kilometer lang und dann gibt es so verschiedene Stationen. Den haben die auch umgemodelt in den letzten Jahren. Den gibt es noch nicht so wahnsinnig lang. Und eigentlich geht es so durch Wald und auf den Berg so ein bisschen hoch. Parken kann man natürlich nirgends, muss man unten vorm Dorf noch, weil im Dorf geht es auch nicht. Und was ein bisschen schade ist, also dieser Weg bleibt leider unter seinen Möglichkeiten, weil eigentlich alles, was man da machen kann, sind so Holzfiguren. Ne? Das ist dann mal so Holzmemory, also muss man entweder die richtigen Beine, richtigen Oberkörper, richtigen Kopf von den Figuren aus dem Buch finden oder ähnliches. Und das funktioniert alles leider so ein bisschen nach Schema F. Und die einzige Ausnahme ist dann so ein imaginäres Schneefeld, wo man auf so Ketten balanciert. Das ist ganz witzig, aber auch gar nicht so ohne. Und so eine Hängebrücke. Der Ursli, der begibt sich einmal über so eine irre Brücke, das ist auch wahnsinnig toll gezeichnet. Und das haben die quasi so ein bisschen nachgebaut. Da kann man dann auch über so eine Abenteuerbrücke gehen. So, und dann gibt es diese Hütte, wo er die Glocke dann letzten Endes mitnimmt. Und das ist wie so ein Potemkinsches Dorf irgendwie. So ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen lieblos gemacht, aber mit so einer ollen Plane und einfach nur so eine Fassade. Und das war es dann auch schon. Also der Weg selbst, den kann man jetzt gehen, aber der hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Und mein Begleiter im Urlaub, Engadin, der war Pädagoge, der kannte den Weg noch von früher, der hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, war super enttäuscht, ja, aber gut, wenn man nichts erwartet, wird man in dem Fall auch nicht enttäuscht. So, und dann gibt es noch 2 Nachfolger, die habe ich jetzt hier von Orel Füßli jeweils nur in ganz klein, nämlich einmal ist die Schwester von Ursli, Florina, hier die Hauptfigur, Florina und das Wildvöglein. Da ist im Prinzip die ganze ziemlich banale Story, dass sie ein kleines Vögelchen aus der Not rettet und dann so bemuttert, ne, so ein bisschen Mama spielt und dann alle Vögel ziehen dann irgendwann weiter und sie tut sich schwer, sich von diesem Wildvögeln zu verabschieden und dann ist es natürlich dann ihr Bruder, der Ursli, der ihr hilft, das in die Freiheit zu lassen und das ist die ganze banale Geschichte, das ist auch so ein bisschen zu lieblich, ja, da fehlt so ein bisschen der Bums, ja, der Schellen-Ursli, der ist so ein bisschen anarchistisch, der erste Teil, ne? Da ist dieser Junge, der will unbedingt die größte Glocke haben oder zumindest nicht die allerkleinste und dann macht er ja auch verbotene Sachen letzten Endes und sorgt für jede Menge Chaos und wird am Ende, verrate ich jetzt nicht, belohnt oder auch nicht, ne? Aber da passiert eine ganze Menge. So, und das ist bei Florina jetzt leider nicht so. Da fehlt einfach, so sage ich mal, dieser Pipi-Langstrumpf-Moment. Aber anders ist das dann im dritten Teil dieser Geschichte, der große Schnee. Da haben wir nämlich einen ähnlichen Aufhänger. Da geht es um eine große Kinderschlittenfahrt, ne? Also die Kinder schmücken und streichen dann alle ihre Schlitten und dann gibt es so ein, jetzt keine Wettfahrt, aber die eifern dann miteinander, die Kinder, wer den geilsten Schlitten hat und so weiter und da schneit es halt die ganze Zeit wie irre, was in den Bergen gar nicht so ungefährlich ist und dem Ursli ist aber alles, das Wichtigste ist für ihn, dass sein Schlitten geil ist und dann schickt er seine Schwester Florina runter ins Dorf, die soll gefälligst ein paar Bänder für diesen Schlitten ranschaffen und dann fängt es aber so an zu schneien, dann wird ihm Angst und Bange und dann passiert auch eine Menge Action, weil das ist wirklich nicht ohne, wenn es da in den Bergen so schneit.
Und das ist dann ziemlich cool und spannend und gibt auch so ein paar Einblicke so in diese bäuerliche und ein bisschen karge Lebensweise. Gibt da so Geschwisterkonflikte und Geschwisterliebe und so, und da passiert wesentlich mehr. Also der dritte Teil ist wieder wesentlich besser. Ja, das ist der Schellenurslin, sein Nachfolger. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Könnt ihr gerne mal kommentieren, ob ihr ähnliche Sachen kennt, ähnliche Wanderwege und Co., die was mit Büchern, Kinderbüchern oder sonstigen zu tun hat. Da gibt es ja eine ganze Menge. Vielleicht wart ihr schon irgendwo. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.